Ich bin Volker Türk, ich bin der Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen und ich wollte euch eine Geschichte erzählen, die vielleicht auch für euch sehr interessant ist. Und es hat mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu tun. Und ich war 15 Jahre alt, da habe ich das erste Mal diesen Text gelesen und es hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mein ganzes Leben den Menschenrechten widmen. Und es war für mich wirklich sowas Tolles und ich wollte euch wirklich auch die Empfehlung geben, dass ihr euch diesen Text einmal durchlest und euch mal überlegt, was das für mich und für mein Leben bedeutet. Wir haben auf der ganzen Welt sehr viele Krisen, aber es ist auch so, dass trotz allem, was man auch in den Medien immer mitbekommt, von Krieg und Verfolgung, dass die Menschenrechte etwas sind, das uns inspirieren kann, das uns Hoffnung geben kann. Und ich würde euch, wenn ihr in einem Moment seid, wo ihr vielleicht auch traurig seid über die Ereignisse der Welt, dass ihr immer wieder zurückfindet zu diesem Text, dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dass der euch auch Hoffnung gibt, aber auch Hoffnung gibt, dass wir alle an einer viel besseren Welt, an einem viel besseren Leben arbeiten können. Und ich wünsche euch alles, alles Gute dafür.